Hi zusammen, heute möchte ich euch 7 Tipps mit auf den Weg geben, die mir dabei geholfen haben, beziehungsweise eigentlich auch immer noch helfen, lockerer mit Aquarell zu malen. Fangen wir an mit Tipp Nummer 1, den Vorbereitungen. Dabei hilft es zum Beispiel, eine Schwarz-Weiß-Skizze seines Motives anzulegen, um die Highlights und Schattenbereiche besser sehen und bestimmen zu können. So kann man auch oftmals besser sehen, ob zum Beispiel ein Hintergrund gut passen könnte. Zu den Vorbereitungen gehört natürlich auch die Farbwahl. Meist nutze ich eine limitierte Farbpalette, heißt, ich suche mir wenige Farben aus, die gut zusammenpassen. Dadurch wirkt ein Bild auch oftmals harmonischer, indem man nicht zu viele Farben da drin verwendet. Die Farbwahl passiert bei mir meistens schon im Kopf und als Stütze für mich male ich sie gerne auf so ein kleines Stück Aquarellpapier auf. Das sind zum Beispiel Reste, die beim Zuschneiden eines Aquarellpapiers überbleiben. Nun lege ich mir noch meine Materialien zurecht. Als Papier verwende ich hier das Echtbütten-Aquarellpapier von Hane Mühle in Cold Press mit 300 Gramm. Dann meine Schminke-Horadampffarben, ein Taschentuch und natürlich ein Wasserglas. Gerne könnt ihr natürlich auch 2 benutzen. Zudem lege ich mir noch eine separate Mischpalette dahin. Meine Vorlage habe ich mit Hilfe von Transferpapier auf das Aquarellpapier übertragen, damit ich auf dem Papier selber nicht so viel radieren muss. Also denkt bitte dran, radiert nicht so viel auf eurem Aquarellpapier, denn es kann sein, dass dadurch die Oberfläche kaputt geht und das Malen dann nicht mehr so viel Freude macht. Wie immer findet ihr meine ganzen Materialien auch nochmal unten in der Videobeschreibung wieder. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Wenn man mit Aquarell malen möchte, braucht man in der Regel auch einen Pinsel. Hier verwende ich, solange es geht, einen relativ großen Pinsel, welcher viel Wasser und Farbe halten kann. Meine Wahl hier ein Verwaschpinsel von Da Vinci. Beim Malen halte ich diesen hauptsächlich ein bisschen weiter hinten, um sozusagen locker den Pinsel schwingen zu können und um ein wenig Kontrolle abzugeben. Tipp Nummer 3. Die ersten 1 bis 2 Schichten mache ich oftmals im Stehen. Da ich so einen guten Abstand zum Bild bekomme und einen besseren Überblick über das gesamte Geschehen sozusagen habe. Hierbei lege ich mir gerne eine Masking Tape Rolle unter den Block, damit dieser leicht schräg steht. Somit habe ich einen besseren Blick darauf und wenn gleich Farbe ins Spiel kommt, verteilt sich dieser etwas leichter und besser von alleine. Tipp Nummer 4. Nicht nur die Pinselspitze zum Malen benutzen, sondern auch den kompletten Pinselkörper. Dadurch können tolle Strukturen entstehen und ihr werdet sehen, ein Pinsel bietet so viele Einsatzmöglichkeiten. Somit kann ich mit diesem Pinsel zum Beispiel auch relativ flächig arbeiten, aber trotzdem auch ein wenig detailliert. Und erst wenn ich mit diesem einen Pinsel nicht weiterkomme, nehme ich einen kleineren Pinsel. Kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 5 und zwar mit wenig Schichten arbeiten.
In meinen Aquarellen versuche ich halt schon mit Schichten zu arbeiten, allerdings mit wenigen Schichten. Denn weniger ist oft mehr. So bleiben zum Beispiel die Farben schön brillant. Denn nicht nur durch das Mischen auf einer Mischpalette könnten sich die Farben vermischen, sondern auch wenn man sie lasierend übereinander malt. Die limitierte Farbpalette hilft auch dabei, dass die Mischungen nicht zu schnell zu, ich sag's mal, dreckig werden und schön harmonieren. Wichtig hierfür auch, dass ihr Farben benutzt, wo nicht schon zu viele Pigmente enthalten sind. Am besten sind hier Farben, wo ein oder zwei Pigmente vorhanden sind. Denn je mehr Pigmente zusammengemischt werden, desto, ich nenne es mal wieder, dreckiger werden die Farben und desto unbrillanter die Mischungen. Natürlich haben auch diese Farben eine Berechtigung, denn gerade in so Moody Pictures kann das ganz cool aussehen. Kommen wir auch schon zum vorletzten Tipp, nämlich Tipp Nummer 6, und zwar Zeit. Wenn ich locker mit Aquarell arbeiten möchte, versuche ich recht zügig zu arbeiten. Heißt, ich nehme mir nicht allzu viel Zeit beim Ausarbeiten des Motives. Nur im Bereich vom Kopf arbeite ich ein paar Details ein. Dadurch wird der Blick des Betrachters dort halt schön hingelenkt. Heißt also, ich bringe dort am meisten Details ein, wo der Blick des Betrachters hingelenkt werden soll. Zum Schluss, wenn ich mit der Aquarellfarbe fertig bin, bringe ich einzelne Details mit schwarzer Tinte und weißer Gouache ein. Ansonsten gebe ich der Aquarellfarbe auch sozusagen ein wenig Raum, sich selbst zu verwirklichen und lasse sie sozusagen für mich arbeiten. Dadurch können nämlich tolle Effekte entstehen, womit wir auch dann zum letzten Tipp von heute kommen. Naja, eigentlich vorletzten, denn den wichtigsten gibt es natürlich wie immer ganz zum Schluss. Also Tipp Nummer 7 ist, nutze verschiedene Aquarelltechniken und Effekte, um deinem Bild einen aquarelligen Charakter zu verleihen. Ich arbeite zum Beispiel gerne mit der Drybrush-Technik, mit Farbspritzern, Farbtropfen, der Nass-Nass-Technik oder auch den Waterbloom-Effekt. Wenn euch diese Techniken jetzt nichts sagen, ist nicht schlimm, oder euch auch noch mehr Aquarelleffekte und Techniken interessieren, schaut gerne bei diesem Video vorbei, was ich euch jetzt oben rechts anzeigen lasse. Darin zeige und beschreibe ich euch 16 verschiedene Aquarelltechniken, die ihr super in eure Aquarelle einbringen könnt. Thank you.
kommen wir zum wichtigsten Tipp überhaupt, den ich auch immer wieder gerne nenne, weil ich finde, dass es einfach sehr wichtig ist. Und zwar habt Spaß beim Malen. Habt Spaß bei dem, was ihr macht und lasst eure Aquarellfarbe Raum und genießt auch einfach den Prozess. Vertraut auch eurer Aquarellfarbe ein bisschen. Die wird euch nämlich schon ein richtig cooles Ergebnis liefern, wenn ihr sie nicht so kontrollieren wollt. So, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für heute. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und denkt gerne dran, wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben für dieses Video da. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Vielen Dank dafür und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin natürlich kreativ. Bis dann!